Hallo und moin hier aus dem Kreishaus in Cloppenburg. Wir haben einen wichtigen Schritt zu mehr Bewegungsfreiheit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinter uns. Seit Dezember ist eine landesbedeutsame Buslinie in Betrieb, eine stündliche Verbindung zwischen den Städten Cloppenburg und Vechta. Es ist tatsächlich selten, dass Landkreise über Buslinien miteinander verbunden sind. Im Bereich der Kreisgrenzen gibt es sicherlich öfter Überschneidungen, aber zwischen den Kreisstädten leider nur selten. Da die Landkreise Cloppenburg und Vechta und auch die beiden Kreisstädte eng miteinander vernetzt sind, war es uns wichtig, hierfür eine zuverlässige, schnelle und bequeme Verbindung zu sorgen. Und da es ebenso selten ist, dass man für eine solche Verknüpfung sorgt, gilt diese Linie als landesbedeutsam und erhält Fördergelder des Landes Niedersachsen. Der Landkreis Cloppenburg investiert 420.000 Euro und der Landkreis Vechta investiert jährlich 230.000 Euro in diesen Service. Rund 543.000 Euro fördert das Land jährlich für eine Dauer von 4 Jahren. Es gibt viele Berufspendler, die dieses Angebot nun nutzen können. Und selbst wenn die meisten wohl nicht vollständig vom Auto auf den Bus umsteigen werden, es reicht ein Werkstattaufenthalt oder ähnliches, schon ist man froh, dass man eine Alternative zum Auto nutzen kann. Das Sparticket, das extra für Mobil Plus eingeführt wurde, gilt auch für diese Linie zunächst bis zum 31.12.2024. Es kostet nur 19 Euro pro Monat. Kinder, Schüler und Azubis zahlen lediglich 14 Euro. Zum Vergleich, nach nur 4 Pendelstrecken hat man weniger gezahlt, als man für dieselbe Strecke Benzin getankt hätte. Darüber hinaus gilt auch hier das Deutschlandticket. Die neue Linie fährt stündlich, montags bis samstags von Cloppenburg nach Vechta immer um 10 nach. Der erste Bus um 6.10 Uhr, der letzte um 23.10 Uhr. Aus der anderen Richtung von Vechta nach Cloppenburg beginnt die Fahrt immer zur vollen Stunde, zwischen 5 Uhr und 23 Uhr. Die Busse fahren übrigens mit hydriertem Pflanzenöl, in dem auch gebrauchtes Speiseöl Verwendung findet. Die Treibhausgasemissionen werden dadurch um bis zu 90% im Vergleich zum fossilen Diesel reduziert. So tragen wir auf eine sehr günstige Weise zum Klimaschutz bei, auch wenn der ÖPNV so oder so schon die klimafreundlichste Art der Fortbewegung nach dem Fahrrad ist. Ich hoffe, dass wir Sie auch bald mal an Bord begrüßen dürfen und noch in diesem Jahr wollen wir auch kostenloses WLAN im Bus anbieten. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit diesem Beitrag wieder ein Stück an Informationen liefern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.